NoTel. Dies ist ein patentiertes mobiles System, mit dem man jederzeit und überall schlafen kann. Alles, was man dafür benötigt, ist ein Auto. NoTel wird von einer Person in wenigen Minuten aufgebaut. Um es zu nutzen, muss das Auto nicht modifiziert werden. Im zusammengeklappten Zustand sieht das System wie eine kompakte, flache Tasche aus. Nach dem Entfalten verwandelt es den PKW in ein Mini-Wohnmobil. Auf die breite horizontale Oberfläche kommt eine weiche Matratze, die in Form einer Rolle transportiert wird. Damit im Schlaf weder Straßenlaternen noch Tageslicht stören, können die Autofenster abgedeckt werden. Die Länge der Schlafplattform beträgt 2 Meter. Das maximale Gewicht des Systems beträgt 190 Kilogramm. Die Kosten dafür betragen 470 US-Dollar. Chatsworth CV. Jetzt geht es zu Wohnmobilen, die technisch und ästhetisch so fortgeschritten sind, dass sie echten Häusern in nichts nachstehen. In einigen Fällen übertreffen sie diese sogar. Chatsworth CV ist eine Entwicklung der britischen Firma Eldis, die sich auf die Herstellung und den Verkauf von Wohnmobilen und Wohnanhängern spezialisiert hat. Der komfortable und einfache Eingang wird durch eine Schiebetür ermöglicht. Die Sonnenkollektoren versorgen das Fahrzeug mit Strom. Chatsworth CV hat viele andere interessante Modifikationen. Die Entwickler haben alles getan, um sicherzustellen, dass das Wohnmobil seinen Besitzern ein grundlegend neues Maß an Komfort und Sicherheit bietet. Es hebt sich im Vergleich zu Mitbewerbern auch durch eine stilvolle Innenausstattung ab. Die Deckenleuchten wurden so gewählt, dass die Räume möglichst viel Licht erhalten. Gleichzeitig schützen die Vorhänge vor einfallendem Licht. Die Energiesparlampen, ein Fernseher und eine voll ausgestattete Küche mit Mikrowelle, Kühlschrank, Gefrierfach und viel mehr bringen Chatsworth CV auf ein neues Level. Vario Signature. Das nächste Wohnmobil, das wir euch zeigen wollen, wurde auf Basis des schweren LKW 2553 der Mercedes-Benz Actros-Familie entwickelt. Seine Hauptmerkmale sind laut Hersteller glatte Linien, ein auffälliger Charakter, ein exklusives Design und XXL-große Schlafplätze. Das 12 Meter lange und bis zu 3 Meter breite Fahrzeug bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten für die Dekoration und Modifikation des Innenraums. Und eines ist sicher, sowohl die Designer als auch die Ingenieure haben die Räumlichkeiten mit Bedacht genutzt. Alle Wohnbereiche fließen reibungslos ineinander. Im Inneren befinden sich mehrere Schlafbereiche mit insgesamt bis zu 6 Betten. Es ist bemerkenswert, dass sich im hinteren Teil des Fahrzeugs eine Garage befindet, die für ein kleines Auto wie den Roadster MBSL oder das Mini Cooper Cabriolet geeignet ist. Weitere bemerkenswerte Merkmale sind ein aerodynamischer Dachspoiler, Auspuffrohre aus Edelstahl und ein verbessertes Fahrerassistenzsystem. Das System warnt den Fahrer zum Beispiel, wenn das Fahrzeug von der Fahrspur abweicht. Bei der Gestaltung des Innenraums wurden natürliche Materialien wie Satinholz und Walnussfurnier verwendet. Die Sofas und Sessel sind aus echtem Leder. Es gibt auch ausfahrbare Breitbildfernseher. Um Platz zu sparen, kann die Oberfläche der Spüle abgedeckt werden.
Der Kühlschrank und die Gefriertruhe sind clever in das Design integriert. Und natürlich ist ein Wohnmobil mit einem so geräumigen Badezimmer nur selten zu sehen. Newma King Air. Wenn wir euch nur diese Innenausstattung gezeigt hätten und sonst nichts, würdet ihr nie darauf kommen, dass es sich um ein Wohnmobil handelt. Was ihr auf dem Bildschirm seht, ist nicht wirklich ein Wohnmobil. Es ist der King Air von der US-Firma Newma. Die Experten der Firma beschäftigten sich mit der Entwicklung und Herstellung der luxuriösesten Fahrzeuge. Deshalb ist es nicht nur ein Wohnmobil, sondern ein Wohnmobil der Luxusklasse. King Air heißt nicht zufällig so. Das Fahrzeug ermöglicht es, wie ein König zu reisen. Die Fahrer- und Beifahrersitze sind mit Heizung und Kühlung ausgestattet. Auch eine Massagefunktion darf hier nicht fehlen. Der Stoff für die Möbelbezüge ist Teil der Ralph Lauren Home Collection. Die Fenster sind so groß, dass möglichst viel natürliches Licht einfällt. Der Fernseher zeigt das Bild in 4K-Qualität, es gibt einen Blu-ray-Player sowie 11 Lautsprecher, die sich in verschiedenen Ecken des Wohnmobils befinden. Der Tisch im Essbereich wird automatisch ein- und ausgefahren. In der Küche findet ihr ein Doppelwaschbecken, einen großen Kühlschrank mit Herd und sogar einen Geschirrspüler. Es ist erstaunlich, aber die Ingenieure haben hier sogar einen kleinen, aber geräumigen Abstellraum untergebracht. Außerdem gibt es zwei Badezimmer, ein öffentliches und eins für den Eigentümer. Tiffin Wayfarer. Das ist ein weiteres Wohnmobil, das dem Besitzer ein hohes Maß an Komfort und Sicherheit bietet. Als Fahrgestell wurde erneut ein Fahrzeug von Mercedes-Benz benutzt, diesmal ein Sprinter-Kleinwagen. Der Kühlergrill, die Kotflügel und die Scheinwerfer wurden aber modifiziert. Es stehen 4 Innenraumoptionen zur Auswahl. Die luxuriöseste Option beinhaltet ein geräumiges Doppelbett. Ebenfalls im Schlafraum befinden sich diverse Kleiderschränke, sodass man auf Reisen auf kein Kleidungsstück verzichten muss. Die Küche verfügt über einen eingebauten Kühlschrank, ein Spülbecken aus Edelstahl, einen Heißluftföhn und 2 Kochplatten. Der Boden ist mit Linoleum ausgelegt, die Schränke sind aus Naturholz gemacht. Magnitude BH35. Nun sind wir beim letzten Wohnmobil angelangt. Obwohl es das letzte in unserer heutigen Liste ist, steht es allen anderen Luxusreisemobilen in nichts nach. Was uns unterwegs häufig fehlt, ist ein komfortabler Lebensraum. Der Magnitude BH35 ist geräumig und bietet viele Plätze, um die Reisezeit so komfortabel wie möglich zu genießen. Die Küche hat ein Doppelwaschbecken und ein Herd mit 3 Kochplatten. Für den Fall, dass ein Badezimmer nicht ausreicht, hat der Hersteller den Magnitude BH35 mit einem zweiten ausgestattet. Es enthält ein Waschbecken, eine Toilette sowie Schränke, in denen alles Notwendige untergebracht werden kann. Im Schlafbereich befindet sich ein Doppelbett und gleich gegenüber ein Fernseher. Die USB-Anschlüsse zum Aufladen von Geräten sind in die Nachttische eingebaut. Die Helligkeit der Beleuchtung, Belüftung und die Temperatur im Inneren werden über ein Touchpad eingestellt. Die Innenkameras bieten erhöhte Sicherheit. Beachtet auch den Sonnenschutz, unter dem die Reisenden bequem draußen sitzen können.